Liebe Margot Friedländer, verehrte Damen, meine Herren, liebe Schülerinnen, liebe Schüler, ich begrüße Sie alle sehr herzlich hier im Matthias Erzberger Saal im Bundesministerium der Finanzen. Allen voran möchte ich Ihnen, verehrte liebe Frau Friedländer, sehr herzlich dafür danken, dass Sie hier hingekommen sind, in dieses Gebäude, das ein Stück nationalsozialistischer Einschüchterungsarchitektur war, ein erschütternder Monumentalbau aus dem Jahr 1935, erbaut für den damaligen Reichsluftfahrtminister Hermann Göring. Er trieb von hier die Kriegsplanungen voran. Dieser Ort hier war auch Quelle von Leid, Vertreibung und Tod in Europa. Und drei Tage nach der Reichspogromnacht fand in diesem Haus die sogenannte Vor-Wannsee-Konferenz statt. Auf dieser Konferenz wurde beschlossen, dass Jüdinnen und Juden zukünftig den Judenstern zu tragen haben würden. Es wurden die Weichen für die Ausschaltung der Jüdinnen und Juden aus dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben Deutschlands gestellt. Und später wurde von hier der systematische, industriell betriebene Massenmord an Europas Jüdinnen und Juden vorbereitet. Sie, liebe Margot Friedländer, Sie haben den Judenstern tragen müssen. Sie wurden 1921 hier in Berlin geboren. Ihre frühe Kindheit beschreiben Sie als glücklich und unbeschwert. Geborgen in einer großen Familie mit einem Sommerhaus am Scharmützelsee. Aber nach 1933 wird die politische Lage bedrohlicher. Lange Zeit hadert Ihre Mutter, bei der Sie und Ihr jüngerer Bruder Ralf nach der Trennung ihrer Eltern lebten, mit der Entscheidung, Deutschland zu verlassen. Die Chancen aber auf eine legale Ausreise verflüchtigten sich, eine nach der anderen. Die Entrechtung von Jüdinnen und Juden in Deutschland schreitet voran. Am 20. Januar 1943 schließlich wollen sie mit Mutter und Bruder aus Deutschland fliehen. Aber es ist zu spät. Die Gestapo verhaftet ihren Bruder. Ihre Mutter stellt sich der Polizei, um ihren Bruder nicht allein zu lassen. Und beide werden niemals wiedergesehen. Alles, was ihnen ihre Mutter hinterlässt, ist ihre Handtasche, eine Bernsteinkette und die Nachricht: Versuche, dein Leben zu machen. Sie befolgen dieses Vermächtnis ihrer Mutter, die ebenso wie ihr Bruder und ihr Vater in Auschwitz ermordet wird. Sie gehen in den Untergrund, verstecken sich mit Anfang 20 für 15 Monate in Berlin, bis sie im Frühjahr 1944 verraten und nach Theresienstadt deportiert werden. Und wie durch ein Wunder überleben sie und können hier heute unter uns sein. In Theresienstadt treffen Sie Adolf Friedländer wieder, den Sie aus Berlin kennen und den Sie nach der Befreiung noch im Lager heiraten. Was ein Zeichen auch für Überlebenswillen und was eine Bestätigung auch des Versuchs, ihr Leben zu machen. Gemeinsam emigrieren Sie in die Vereinigten Staaten von Amerika. Eine Rückkehr nach Deutschland steht nicht zur Debatte. Nach dem Tod ihres Mannes indessen beginnen sie zu schreiben. Und dieser Schritt zu schreiben führt dann dazu, dass sie Berlin noch einmal besuchen, um dann im Alter von 88 Jahren doch dauerhaft in ihre Heimatstadt zurückzukehren. Wir sind uns in den vergangenen Jahren wiederholt begegnet. Ich erinnere beispielsweise unsere Begegnung im vergangenen Jahr anlässlich der Erinnerung an
die 70 Jahre des Abschlusses des Luxemburger Abkommens. Und jede dieser Zusammenkünfte hat mich sehr bewegt. Sie erzählen schließlich von für uns heutige ungeheuerlichen Verbrechen, Menschheitsverbrechen, die Sie erlitten haben, die nicht Gegenstand von Geschichtsschreibung sind, aus Geschichtsbüchern oder aus Filmen, sondern die Sie als Mensch eben erlebt haben. Und wir haben das Privileg, Ihnen zuhören zu dürfen, damit das, was von Deutschen und was in deutschem Namen getan worden ist, niemals in Vergessenheit gerät. Was mich so besonders berührt, ist, dass trotz dieses Schicksals, trotz ihrer Zeitzeugenschaft eines industriell betriebenen Massenmords, ihrer Inhaftierung in Theresienstadt, ihrer Emigration in die Vereinigten Staaten, trotz des Willens, in die alte Heimat nicht zurückkehren zu wollen, dass sie zu keinem Zeitpunkt verbittert sind. Sehr wohl wir werden es gleich vermutlich auch spüren, sind ihnen in Fassungslosigkeit und Trauer immer anzumerken, aber eben keine Verbitterung, sondern ja, man ist eher ergriffen von der Nahbarkeit und der Herzenswärme, die sie verspüren. Und ja, auch berührt mich das Vertrauen, dass sie in uns, also in ihre Zeitgenossinnen und Zeitgenossen setzen, niemals wieder hinzunehmen, was einst in deutschem Namen und von Deutschen getan worden ist. Meine Freude ist also groß, dass Sie hier heute auch jüngeren Menschen die Gelegenheit geben, Sie zu hören, Sie zu erleben. Und ich darf Ihnen und euch allen schon jetzt versprechen, das vergisst man nicht, Sie vergisst man nicht. Genau darum geht es Ihnen auch, uns anzuhalten, nicht zu vergessen, aktiv zu erinnern an eine Zeit, in der Demokratie und Freiheit und Menschenrechte auf deutschem Boden beseitigt worden sind. Sie wissen, was passieren kann, wenn sich zu wenige Bürgerinnen und Bürger zur Demokratie bekennen und sich für Menschenrechte und Menschlichkeit einsetzen. Sie wurden Zeugin dessen, was Menschen einander antun können. Und so ist es letztlich diese scheinbar schlichte Erkenntnis, die Sie uns nahe bringen. Ihr müsst alle Menschen respektieren, ihr müsst sie nicht lieben, aber respektieren. Unsere gemeinsame Aufgabe ist es, die Erinnerung weiterzutragen, auch wenn immer mehr Zeitzeugen nicht mehr für das persönliche Gespräch zur Verfügung stehen. Die Historikerin Stefanie Schüler-Springorum hat dies unlängst mit einem Merksatz auf den Punkt gebracht. Sie sagte, Erinnerungskultur sei Demokratieerziehung. Das ist jetzt nicht das hübscheste Wort, aber dennoch ist es treffend. Erinnerungskultur ist Demokratieerziehung. Und um nichts anderes soll es hier heute und in Zukunft gehen, denn ihr und sie sind heute Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Auftaktes einer neuen Gesprächsreihe unter der Überschrift Verantwortung weitertragen, wollen wir Margot Friedländer Gespräche hier im Bundesministerium der Finanzen organisieren. Heute ist der Auftakt dafür, dass wir hier in diesem Hause auch Demokratieerziehung praktizieren. Nur wenn es uns gelingt, das aktuelle Zeitgeschehen immer auch zu spiegeln an den Erfahrungen der Geschichte und ihren Lehren, dann haben wir eine gute Zukunft, dann ist Mitmenschlichkeit gesichert. Dass wir es genau hier an diesem Standort machen, das hat ja, wir haben gerade eben drüber gesprochen, liebe Frau Friedländer, das hat ja auch so eine besondere Bewandtnis. In dem Gebäude, das für Hermann Göring gebaut worden ist, dem Gebäude der Vor-Wannsee-Konferenz, dem Haus der Ministerien der DDR. Hier finden diese Gespräche statt und zugleich ist hier auch der Ort, wo wir uns bemühen um die Unterstützung der Opfer
des Nationalsozialismus. Ich habe gerade gezögert. Das Wort, das sich eingebürgert hat, ist ja Wiedergutmachung. Ich spreche es bewusst mit Anführungsstrichen, denn jeder und jedem von uns ist klar, dass Wiedergutmachung für das, was Jüdinnen und Juden und anderen Opfern widerfahren ist, dass Wiedergutmachung nicht denkbar ist, aber das Bemühen eben darum, erlittenes Leid zu lindern und denjenigen, die es erlitten haben, ein Leben in Würde, auch ein Altern in Würde zu ermöglichen. Liebe Margot Friedländer, Sie sind persönlich eigentlich Zeugnis für das, was man vielleicht das Wunder der Versöhnung nennen kann. Dass es heute nämlich möglich ist, dass wir hier miteinander sitzen, dass Sie gleich hier berichten aus Ihrem Leben, nach dem Menschheitsverbrechen, das von Deutschland ausging, das ist ein Wunder. Und dass das innerhalb eines Lebens gelingen kann. Versöhnung, Verständigung und am Anfang dieses Lebens stand das Menschheitsverbrechen. Das ist ein Wunder und das ist zugleich auch der Grund, warum wir in der besonderen Verantwortung stehen, in Ihrem Namen weiterzuarbeiten für Menschlichkeit, Menschenrechte, Demokratie und Verständigung. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Es ist ein Privileg für uns alle, jetzt Ihnen das Wort geben zu dürfen. Vielen Dank. Liebe Frau Friedländer, auch von uns nochmal ein herzliches Willkommen im Bundesministerium der Finanzen. Wir haben uns vor einem Jahr im Zuge des Gedenkjahres 70 Jahre Luxemburger Abkommen kennengelernt. Und dort, das hat der Minister schon gesagt, haben Sie Ihre Botschaft vermittelt, die Jugend müsse Demokratie und Freiheit schützen. Das ist die Botschaft, die Sie weitergeben. Und auch wir als Bundesministerium der Finanzen möchten das weitertragen. Wir sind mit Ihnen in Kontakt geblieben und daraus ist dieses Projekt entstanden. Und deswegen sind wir heute hier. Frau Friedländer, wir würden Sie jetzt gerne auf die Bühne bitten und wir begrüßen Sie alle jetzt hier und sie wird aus Ihrem Buch lesen. Achso, sorry. Ganz kurz auch noch zu uns. Wir werden Sie jetzt hier kurz durch diese Fragerunde führen. Zunächst wird Frau Friedländer etwas aus ihrer Autobiografie Versuche, dein Leben zu machen, vorlesen. Und mein Name ist Tobias Haug, tätig hier im Referat für Öffentlichkeitsarbeit des Bundesministeriums der Finanzen. Und mein Name ist Anna Gorchmann-Bakal, ich bin auch Referentin hier im Haus. Vielleicht noch zu diesem Buch, was ich in der Hand halte. Das ist natürlich das Buch von Margot Friedländer. Aber wie Sie sehen, ist das jetzt auch schon ein Zeitdokument, weil es ist das, womit sie immer ihre Lesung beschreitet. Dementsprechend sind da schon einige Notizen, da ist schon einiges passiert. Und auch das hier zu haben, ist Geschichte per se. Ja, Frau Friedländer, wenn Sie uns etwas aus Ihrem Buch vorlesen würden, würden wir uns sehr freuen. Es ist für mich sehr schwer, wenn jemand über das Mikrofon spricht. Ich habe in Ihrem Buch schon einige Stellen auch mehrfach lesen können und für mich persönlich, muss ich sagen, ist der Tag, an dem Sie in den Untergrund gewechselt sind, beispielsweise eine, die ich besonders eindrücklich fand, gepaart mit natürlich dem Tag, der Sie nach Theresienstadt gebracht hat und der Tag, der Sie dort wieder
die Freiheit hat entdecken lassen. Das wären meine Vorschläge, aber ich würde sagen, wählen Sie selber aus. Wo ist meine Brille? Ich habe sie. Okay. Was ist nun jetzt weiter? Sie können jetzt beginnen zu lesen. Okay. Wenn Sie möchten. Oder worauf? Sie möchten jetzt lesen, ja? Ich verstehe nicht. Sie möchten jetzt lesen, ja? Ja? Gut. Ich gehe die Skalitzer Straße entlang. Es ist kurz nach 2 Uhr, ein grauer, kalter Januartag. Ich bin tief in Gedanken, dass ich den Mann, der einen kurzen Weg vor mir geht, kaum bemerke. Es ist der 20. Januar 1943. Heute Abend wollen wir, meine Mutter, mein Bruder und ich, weg aus Berlin. Ist das ein ungeheures Vorhaben? Also wäre es mein letzter Tag in Berlin. Ich habe die Nummer 32, unser Haus, fast erreicht. Da sehe ich, wie der Mann, der vor mir herging, auch in das Haus hineingeht. Was soll ich machen? Ich muss nach Hause. Meine Mutter wartet auf mich. Wir müssen über unsere Flucht heute Abend sprechen. Automatisch hatte ich meinen Judenstern mit dem Hitler bereits verdeckt. Umkehren kann ich nicht mehr, ohne Notiz von ihm zu nehmen, gehe ich an ihm vorbei, weil ich ihn direkt vor unserer Türe stehen sehe. Auf wen wartet er? In der 3. Etage bleibe ich stehen. Die Wohnung über uns, die Nachbarn kenne ich kaum. Es sind nicht Juden. Ich hatte noch kein Wort mit ihnen gesprochen. Jetzt hoffe ich, dass sie zu Hause sind. Die Türe öffnet sich und die Nachbarin erkennt mich sofort. Sie wartet, bis ich im Flur bin und schließt die Türe. Jetzt wird mir klar, dass etwas Schreckliches geschehen sein muss. Wir setzen uns ins Wohnzimmer. Sie sitzt mir gegenüber. Sie sagt, sie sind gekommen. Gestapo. Wann, frage ich. Sie sagt, am Vormittag. Ich hörte plötzlich, aufmachen, aufmachen. Dann das Lärmen auf den Treppen. Ich bin zum Fenster gegangen. Da kam sie gerade aus der Türe raus. Sie haben sie in den Polizeiwagen gestoßen. Wen, frage ich. Frau Meissner, ein junges Paar, ich kannte sie nicht. Und der Junge, mein Bruder, Ralf, meine Mutter, nein, die Mutter war nicht dabei gewesen. Eine Stunde, nachdem sie weggefahren sind, ist ihre Mutter nach Hause gekommen. Sie hatte was zu besorgen. Ich habe ihr alles erzählt. Hat sie nach mir gefragt. Ich habe gesagt, dass du auch nicht dabei warst. Und wo ist sie jetzt? Sie hat gesagt, sie geht zu Nachbarn. Nachbarn in der Straße. Ich weiß sofort, wen sie meint.
ein Ehepaar, das wir flüchtig kennen, wohnen zwei Häuser weiter. Dort also ist sie und ich kann nicht zu ihr. Sicher steht der Mann noch vor der Türe. Ich warte, es wird langsam dunkel, es ist Januar, ungefähr 3:30. So stehe ich auf, nun muss ich gehen, sofort, ganz egal, ob der Mann noch da steht. Langsam gehe ich die Treppe runter, ich kann nun auch das Siegel in unserer Wohnung, die versiegelt ist, gesehen. Der Mann steht nicht mehr da. Auf der Skalitzer Straße muss ich nur ein Haus, zwei Häuser weitergehen. Da sehe ich bereits hinter der Gardine Schatten, aber ich sehe meine Mutter nicht. Die Frau öffnet mir die Türe. Wo ist sie? Frage ich atemlos. Die Frau wartet, bis ich im Flur bin, und dann sagt mir was. Sie schließt die Türe. Ihre Mutter ist gegangen. Im ersten Moment verstehe ich nicht. Bin ich zu spät? Sucht sie mich? Sie hat eine Nachricht für dich hinterlassen. Ich warte darauf, dass die Frau mir irgendetwas übergibt. Zettel, den meine Mutter und mich geschrieben hat. Ich soll dir etwas ausrichten. Und dann sagt sie mir, was mir meine Mutter nicht mehr selber sagen kann. Ich habe mich entschlossen, zur Polizei zu gehen. Ich gehe mit Ralf, wohin auch immer das sein mag. Versuche, dein Leben zu machen. Das ist der Titel des Buches geworden. Das sollen ihre Worte sein, kalte Worte aus dem Mund fremder Leute. Ich schaue die Frau fragend an. Das hat sie gesagt, sonst nichts. Dann ist sie gegangen. Erst beim zweiten Mal begreife ich seinen Sinn. Ein grausamer Satz, kalt und gleichgültig. Ich stehe da mit nichts außer diesem Satz. Nicht eine einzige Zeile in ihrer Handschrift habe ich. Jetzt greift die Frau nach etwas, das auf der Flurkommode steht. Sie drückt es mir in die Hand. Ich fühle glattes Leder. Dann sehe ich es, die Handtasche meiner Mutter. Ich öffne sie. Ein Geruch kommt in mir entgegen, ganz meine Mutter. Ich fühle etwas Kühles, Glattes in der Tasche. Ich ziehe es heraus. Es ist ihre Bernsteinkette. Und ein Notizbuch, das sie hinterlassen hat. Mit vielen Adressen von Reisebüros, Visastellen, Konsulaten und Kontakten, die später vielleicht nützlich sein könnten. Ich schließe die Tasche, gehe zur Tür. Kein Grund, noch länger zu bleiben. Die Frau beachtet mich nicht, hält mich nicht auf, fragt nicht, wohin ich gehe. Auf Wiedersehen, sage ich. Wir wissen, es wird kein Wiedersehen geben. An der Türe nehme ich den Judenstern ab. Ich stehe auf der Skalitzer Straße. Automatisch setze ich einen Fuß vor den anderen. Es ist sehr dunkel und sehr kalt geworden. Ich kann nicht auf der Straße
die Straße verbringen. Aber wohin soll ich gehen? Wo soll ich schlafen? Auf einer Bank? Ich würde erfrieren. Ich muss eine Entscheidung treffen. Ich bin gerade 21 Jahre alt, habe noch nie eine Entscheidung alleine getroffen. Mein Leben war mit meiner Mutter, meinem Bruder, meiner Familie. Das ist nun vorbei. Warum hat meine Mutter nicht auf mich gewartet? Ganz mechanisch laufe ich weiter ohne Ziel. Plötzlich stehe ich vor der Türe von Freunden, Sigi Hirsch und seiner Schwester. Sie sind zu Hause. Ich kann die Nacht bei ihnen verbringen. Meine erste Nacht im Untergrund. Früher morgen muss ich das Haus verlassen. Ich laufe durch die Dunkelheit in Straßen, die ich gut kenne, die aber fremd und mir erscheinen. Ich muss fürchten, jemanden zu treffen, der mich kennt. Ich senke meinen Kopf, wenn mir Menschen entgegenkommen. Doch niemand beachtet mich. Die Menschen sind alle, gehen zur Arbeit. Sie sind hinter Mantelkragen und Schals versteckt. Langsam wird es allmählich heller. Öffnen die Bäckereien, Zeitungskioske, andere Geschäfte. Jetzt kann ich auch einen Friseur an vorbei. Die Friseurin ist drin und fegt den Fußboden und wartet auf Kundschaft. Ich treffe eine Entscheidung. Die Friseurin lächelt mich an, als ich reinkomme an den Laden. Was kann ich für Sie tun? Einmal Haare färben, bitte. Ich überlege, welche Farbe möchten Sie denn gerne? Ich überlege. Rot, sage ich. Ich lasse mir die Haare färben. Rot. Tizianrot. Juden haben keine roten Haare, denken die Leute. Ich will nicht jüdisch aussehen. Die Kopfhaut brennt, es tut weh, aber ich will unbedingt anders aussehen. Ich bin nicht die Margot Bentheim von gestern. Diese Margot darf es nicht mehr geben. Ich bin untergetaucht. Das war der Anfang von einem Jahr und drei Monaten, wo ich untergetaucht bin. Ich bin zu Freunden gekommen, zu Sigi Hirsch und ihrer Schwester an diesem Abend, weil ich durch die Straßen gegangen bin. Ich könnte doch nicht auf der Bank sein. Ich würde doch erfrieren bleiben. So habe ich die erste Nacht bei Freunden, jüdischen Freunden, übernachtet. Ich kann es so schlecht hier sehen, es ist blendend, es ist so stark. Ich kann so furchtbar schlecht sehen, es blendet so stark. Ja.
Die Nachricht, die meine Mutter mir stand, stand nicht auf einem Zettel. Versuche, dein Leben zu machen. Ich schlief kaum in dieser Nacht. Es war ein Zustand zwischen Schlafen und Wachen. Als es morgen wurde, war ich hellwach. Alles, was in den letzten Tagen geschehen war, stand mir plötzlich klar vor Augen. Ich musste handeln. Ich musste bald das Haus meiner Freunde verlassen. Die Abholungen fanden immer morgens gegen 6 Uhr statt, inzwischen täglich. Und niemand wusste, wer an diesem Tag auf der Liste stand. Sigi Hirsch und seine Schwester verließen die Wohnung. Sie gingen in die Fabrik zur Zwangsarbeit. Wir verabschiedeten uns bis heute Abend. In dieser Zeit bekam dieser Satz ganz andere Bedeutung. Bis heute Abend, hoffentlich. Ich vertrieb mir den frühen Morgen irgendwo auf den Straßen. Die Leute waren auf dem Weg zur Arbeit. Alle wirkten so geschäftigt. Sie hatten einen Ort, in dem sie erwartet wurden. Zu wem konnte ich gehen? Wer konnte mir helfen? Ich kannte doch nur Juden. Plötzlich fiel es mir an. Tante Anna. Anna, ihre Tochter Marion, war nur einen Monat älter als ich. Vielleicht würde sie mich verstehen. Ich kannte Tante Anna nicht besonders gut, eine schmale blonde Frau mit einem schmalen Mund, die nicht viel redete. Genau das ist die Familie, weil immer fremd geblieben, vielleicht nicht nur, weil sie Christin, sondern auch, weil sie keine Deutsche war. Tante Anna kam aus der Schweiz. Doch genau das konnte mir jetzt nützen. Als Schweizer Staatsbürgerin hatte sie weniger zu fürchten, wenn sie mir half. Vielleicht konnte sie mich verstecken. Ich zitterte am ganzen Körper, als ich an ihre Türe klingelte. Tante Anna öffnete. Als sie mich sah, brachte sie vor Überraschung kein Wort heraus und vergaß mich hineinzubitten. So blieben wir einfach in der Türe stehen. »Du bist in Berlin«, fragte sie dann. Ich nickte. »Ich dachte, ihr seid längst fort in Schlesien.« »Sie haben sie abgeholt, meine Mutter und Ralf.« Anna zuckte zusammen. »Komm rein«, sagte sie dann. »Ich erzähl dir, was geschehen war, in allen Einzelheiten, ohne Pause.« Je klarer ich alles aussprach, desto deutlicher wurde mir in welcher Not. Ich hatte nur diese eine Chance. Ich wollte, dass Tante Anna mich verstand. Aber es war nicht zu erkennen, ob sie bewegt war oder traurig, während ich sprach. Vielleicht hoffte ich auf so etwas wie Mütterlichkeit. Sie hörte mich zu Ende an, ohne mich zu unterbrechen. Und Tante Annas Gesicht blieb regungslos. Was hast du dir gedacht, was soll ich für dich tun? Das war die Frage, auf die ich gewartet habe. Ich möchte untertauchen. Sie schüttelte leicht den Kopf, missbilligend, als hätte ich etwas sehr Albernes gesagt. Und warum bist du dann hier, fragte sie. Ich verstand ihre Frage nicht. Ich habe sonst niemanden. Wie soll ich dir denn helfen? Ich brauche ein Versteck. Wenn du nicht bereit bist, deiner Mutter zu helfen, sagte Anna, dann kann ich dir auch nicht helfen. Ich verstand nicht, was sie damit meinte. Sie ist bei der Gestapo, sagte ich. Ich kann nichts für sie tun. Wie soll ich ihr denn helfen? Indem du mit ihr gehst. Senkte den Kopf, als hätte Tante Anna mir einen Schlag versetzt. Ich hatte Trost erwartet, Mitleid. Die ganze Zeit hatte ich gegen mein Schuldgefühl angekämpft. Jetzt sprach meine Tante genau
das aus, was ich nicht denken wollte. Du hast deine Mutter im Stich gelassen. Du hast zugelassen, dass sie alleine zu Gestapo ging. Du hattest nicht den Mut, dasselbe zu tun wie sie. Ich stand auf, jetzt merkte ich, dass ich die ganze Zeit auf unserem blauen Sofa gesessen hatte. Anna hat es in ihr Wohnzimmer gestellt, gleich nachdem sie es bei uns abgeholt hatte. Es sah aus, als habe es schon immer hier gestanden. Ich schaute Tante Anna nicht mehr an, ich wollte ihr Gesicht nicht mehr sehen. Ich verließ die Wohnung ohne ein weiteres Wort. Ich ging zurück zu Sigi Hirsch und seiner Schwester. Sie waren zu Hause. Ein Tag war gewonnen. Abends in der Wohnung bei Sigi und seiner Schwester. Na, einmal Glück gehabt. Beim Essen steckt mir Sigi ein zusammengefaltetes Stück Papier zu. Das ist die Adresse, sagte er, merk sie dir und wirf den Zettel weg. Am nächsten Morgen verabschieden wir uns wieder einmal. Wir ahnen, dass es zum letzten Mal ist. Auch am Morgen verschwinde ich. Vielleicht hören wir noch eine Stelle, Frau Friedländer. Eine Tür fällt zu, eine andere tut sich auf. Ein Leben ist zu Ende, ein neues fängt an. Ich bin bereit, in dieses neue Leben einzutauchen. Der Weg dorthin verschwindet im Licht. Meine Schritte löschen sich aus, doch während ich gehe. Was sind das für Leute, zu denen ich komme? Ich verstehe sie nicht, weiß nicht, was sie dazu treibt, mir zu helfen. Was wollen sie von mir? Was will ich von ihnen? Ich zweifle nicht an meinen Helfern. Sie sind alle gegen Hitler eingestellt, das weiß ich. Aber sie sind nur Menschen, keine Helden. Frau Friedländer? Ja. Wollen wir dann noch eine Stelle machen? Es ist April, 15 Monate lebe ich schon im Untergrund. Meine letzte Stelle. Bei Campleas. Wir gehen zum Bunker am Zoologischen Garten nach einer Fliegerangriff. Und wir schaffen es gerade noch, in den Bunker zu kommen. Verlassen wir den Bunker und gehen auf dem Weg nach Hause. Ich werde angesprochen, wir alle nach Papieren gefragt. Ich habe keine.
als ich gefragt werde, sage ich, Entschuldigung, das ist, Frau Friedländer? Ja, wir müssen die, müssen noch etwas hören. Ja. Ja. Ich kann es nicht, es ist furchtbar schlecht hier. Ich komme, ich werde verhaftet und habe aber das Glück, nach Theresienstadt zu kommen. In Theresienstadt angekommen und erwarf ich mich völlig der Lagerroutine, wie jeder von uns. Im September 1944 begann das SS Lager zu leeren. Theresienstadt war wie ein groß angelegter Versuch, ein Experiment. Ich lebte für den Tag, ich ließ mich treiben. Alles ging an mir vorüber, ohne mich wirklich zu berühren. Im Februar kamen die unsichtbaren Züge. Wir sahen sie nicht. Wir erfuhren davon durch Gerüchte. Es waren offene Güterwaggons, in denen Menschen lagen, die kaum mehr Menschen waren. Am 6. April besuchte Paul Dunant als Vertreter des Roten Kreuzes Theresienstadt. Diesmal wurde der Vertreter des Rosen nicht von der SS, sondern von Leo Beck durch das Lager geführt. Eines Tages fuhr ein Zug langsam in Theresienstadt ein. Es war etwa um den 30. April 1945 herum. Zusammen mit vielen anderen war ich von meiner Arbeit fortgeholt und zum Bahnhof geführt worden. Wir sahen zu, wie der Zug einfuhr. Viehwaggons, eine endlose Reihe. Wir hatten keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Meter für Meter schob sich der Zug, bis er mit kreischenden Bremsen zum Stehen kam. Dann wurden die Waggontüren aufgeschoben. Sie fielen einfach raus oder wurden herausgestoßen. Menschen, die keine Menschen mehr waren. Viele waren schon tot, aber die Toten waren kaum von den Lebenden zu unterscheiden. Die Augen lagen tief in den Höhlen, die Wangen waren eingefallen, nur die Nasen stachen spitz aus dem Gesicht hervor. Die Menschen trugen eine Art gestreifter Pyjamas, aber meist waren es nur noch Lumpen. Von den nackten Schultern und Armen hingen Stofffetzen, dringend einmal Jacken gewesen waren. Anstelle von Schuhen trugen sie Holzpantinen. Kaum jemand hatte ein ganzes Paar Schuhe. Die meisten hatten nur ein, manche gar keinen an. Viele hatten nur Dämenbeine, die dadurch so dick angeschwollen waren wie Elefantenbeine. Andere waren nur noch Gerippe. Etwas fiel mir in die Arme, ein Mensch, so schwach, dass ich ihn tragen konnte. Er war federleicht. Diese Menschen kamen aus Auschwitz. Zum ersten Mal hörten wir diesen Namen. Jetzt erfuhren wir, dass auch die unsichtbaren Züge von dort gekommen waren. Damals war Auschwitz gerade befreit worden. Wir hatten davon nichts gewusst. Die Transporte, die jetzt eintrafen, bestanden aus Häftlingen, die SS vor der Befreiung am 27. Januar auf einen Todesmarsch geschickt hatte. Die SS unternahm alles,
damit die Überlebenden Russen nicht in die Hände fielen und die Alliierten vom Aren Ausmaß der Vernichtung nichts erfuhren. Fast 3 Monate waren die Menschen unterwegs gewesen, erst zu Fuß, langen Kolonnen. Es waren nur Männer, auch wenn sie auf den ersten Blick geschlechtlos wirkten. Viele waren krank. Sie hatten einen taglangen Güterwagen Typhus bekommen. Viele hatten es nicht überlebt, aber es waren immer noch Hunderte, die uns entgegenfielen. In diesem Moment bekam der Osten seinen Namen. In diesem Moment erfuhren wir von den Todeslagern. Und in diesem Moment begriff ich, dass ich meine Mutter, meinen Bruder nicht wiedersehen würde. Es war unbegreiflich, dass überhaupt jemand von ihnen überlebt hatte. Jetzt hatte ich keine Hoffnung mehr, dass er mir bisher gelangen war, zu überleben. Hatte ich noch immer gehofft, dass ich meine Mutter, meinen Bruder geschafft haben könnte. Ich wollte überleben, weil ich meine Familie wieder da sehen wollte. Was war meine Überlegung jetzt noch wert? Nun hatte ich den Osten nicht nur im Namen bekommen, sondern auch ein Gesicht. Eins, das nicht mehr menschlich und nicht mehr lebendig. Wie unvorstellbar muss der Schmerz meiner Mutter und meines Bruders gewesen sein, als sie nur wenige Minuten nach ihrer Ankunft in Auschwitz auseinandergerissen wurden. Gab es noch eine letzte Umarmung, einen letzten Blick von Ferne? Wie viel Zeit blieb meiner Mutter für ihre letzten Gedanken? Haben sie beide gewusst, dass sie einander nicht wiedersehen werden, dass das Opfer der Mutter, mit ihrem Sohn zu gehen, umsonst war. Auch die Ungewissheit darüber, was aus mir geworden ist, muss für meine Mutter ein schrecklicher Schmerz gewesen sein. Ich war doch auch ihr Kind. Diese Gedanken kehren immer wieder, verlassen mich nie. Mein innerer Kampf mit dem Schuldgefühl als Überlebende und der Schmerz über das Schicksal meiner Familie, beides begleitet mich mein Leben lang und kostet mir viel Kraft. Wissen, ich habe nach der Befreiung Herrn Friedländer geheiratet, noch im Lager. Wir waren ein Jahr im DP-Camp und sind dann nach Amerika gegangen, wo ich 64 Jahre gelebt habe. 2003 bin ich nach 57 Jahren zum ersten Mal wieder nach Berlin, meiner Heimat, gekommen. Mit 88 Jahren, 2010, bin ich für gut nach Berlin zurückgekommen. Wenn ich zu jungen Menschen spreche und ihnen sage,
warum ich zurückgekommen bin. Ich werde es euch erzählen. Ich bin zurückgekommen, um euch die Hand zu reichen, euch zu bitten, die Zeitzeugen zu sein, die wir nicht mehr lange sein können. Was geschehen war, das war geschehen. Wir können es nicht mehr ändern. Aber es darf nie wieder geschehen. Für euch. Ihr habt es in der Hand, euer Leben zu machen. Mein Bruder, der 17,5 Jahre alt war und in Auschwitz umgekommen war, hatte nicht die Chance, die ihr habt. Schmeißt es nicht weg. Ihr lernt für euch, für eure Zukunft. Es ist wichtig. Ihr seid Menschen. Damals haben Menschen es getan, weil sie Menschen nicht anerkennen als Menschen. Ihr seht so nett aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von euch jemals seine Hand dafür geben würde, das zu machen. Ich kann euch nur sagen, wir sind alle gleich. Menschen. Es gibt kein christliches, kein muslimisches, kein jüdisches Blut. Es gibt nur menschliches Blut. Menschen sind Menschen und müssen Menschen nicht unbedingt lieben, aber Menschen müssen akzeptiert werden. Alle Menschen. Ganz egal, welche Hautfarbe oder welche Religion sie haben oder woher sie kommen. Es sind Menschen, respektiert Menschen. Das ist das Wichtige. Liebe Frau Friedländer, ich hoffe, Sie verstehen mich gerade gut. Danke, dass Sie hier sind. Sie haben gerade Begegnungen geschildert, die sehr, sehr unterschiedlich waren. Begegnungen mit anderen Menschen können beängstigend sein, sie können beglückend sein, sie können der Horror sein. Heute begegnen Sie jungen Leuten aus verschiedenen Schulen in Berlin, von der katholischen Marienschule in Potsdam, dem John-Lennon-Gymnasium, der Nelson-Mandela-Schule, dem jüdischen Gymnasium Moses Mendelssohn, dem Walter-Rathenau-Gymnasium und dem Date-Gymnasium. Außerdem haben Sie hier heute die Gelegenheit, noch zu sprechen mit Studierenden der Freien Universität und der Humboldt-Universität und mit Kindern von Kolleginnen und Kollegen hier aus dem Bundesministerium der Finanzen. Danke, dass Sie uns heute Ihre Aufmerksamkeit so geschenkt haben. Und ich würde jetzt gerne noch zwei Fragen hier aus dem Publikum drannehmen. Ich werde ausschließlich jungen Leuten den Vortritt lassen. Und möchte dafür auch meine Kollegin Anna schon mal in Stellung bringen und möchte euch jetzt bitten, euch zu melden, wenn ihr eine Frage an Margot Friedländer habt. Bitte stellt euch auch kurz vor, woher ihr kommt und wer ihr seid.
bin vom Sonnengymnasium. Ja. Und deine Frage? Wie war es für Sie, als Sie dann zurück nach Deutschland kamen? Wie war es, zurückzukommen mit 88 Jahren hierher, in Ihre Heimat? Ich verstehe es nicht. Sie müssen ohne das Ding sprechen. Wie war es für Sie, als Sie hierher nach Deutschland zurückgekommen sind mit 88 Jahren? Das erste Mal, als Sie wieder hier waren. Wie war es, wie ich das erste Mal hergekommen bin? Ich bin die Straßen gegangen, die ich gut kannte. Ich habe gesagt, ich bin so froh, in einer so schönen Stadt geboren zu sein. Innerlich habe ich gedacht, das war 2003, wenn ich jünger wäre, würde ich es mir überlegen. 2010, 7 Jahre später, habe ich es gemacht. Ich bin 2010 zurückgekommen für gut. Seitdem lebe ich hier. Hier vorne. Guten Tag, mein Name ist Benedikt von Posa und ich komme von der katholischen Marienschule. Meine Frage ist, haben Sie jemals Gerechtigkeit gefordert für das, was Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Glaubensbrüdern und Schwestern angetan wurde? Haben Sie jemals Gerechtigkeit gefordert für das, was geschehen ist, auch was Ihrer Glaubensgemeinschaft angetan wurde? Von wem soll ich Gerechtigkeit verlangen? Was war, können wir nicht mehr ändern, wie ich gesagt habe. Aber es darf nie wieder geschehen. Wir in Berlin, die Regierung ist, versucht sehr, sehr wunderbar, darüber zu sprechen und Demokratie dass die Demokratie weitergeleitet wird, dass wir dabei bleiben, dass die besonders eben die jungen Menschen sich darüber klar sein, was gewesen ist, dass sie Menschen sind und es ist ja für sie, dass sowas nie wieder geschehen wird, für die Jugend, für ihre Zukunft. Ich kann es nicht anders sagen. Eine dritte Frage nehmen wir noch. Ich gehe zu dir direkt. Hallo, ich bin Matthäus, auch aus dem John-Lenn-Gymnasium. Und meine Frage ist, haben Sie Siggi jemals wiedergesehen? Oder Ihre Freunde, die Ihnen geholfen haben? Oder war das der Abschied dann, als Sie in den Untergrund gegangen sind oder dann auch ins Lager? Haben Sie Ihre alten Freunde wieder getroffen, die Sie zurückgelassen hatten? Sie meinen, die mir geholfen haben im Untergrund? Nur die letzte, Frau Kampler, mit der ich korrespondiert habe. Und die auch einen Ehrensold bekommen hat, solange sie gelebt hat. Ihre Nichte Gretchen, die ja bei uns, bei ihnen gelebt hat, habe ich, mit ihr habe ich korrespondiert, wie ich schon in Amerika war. Wir haben sie zweimal in der Schweiz getroffen. Sie hat noch gelebt, als ich 2003 zum ersten Mal nach Berlin kam. Sie war aber sehr krank im Spital. Und dieser Thomas Halaczynski, der mich nach Berlin nehmen wollte und verantwortlich war, weil er einen Film machen wollte, einen Dokumentarfilm, der ja 2005 hier gezeigt wurde, Don't Call It Heimweh. In diesem Film ist die Begegnung
mit Gretchen drin. Sie ist, wie ich zurückgekommen bin, 2010, für gut, war sie schon tot. Wir würden noch eine weitere Frage nehmen. Hallo, ich bin Thaddäus Wernicke, auch von der Katholischen Marienschule Potsdam. Und ich habe mich gefragt, ob, als es dann zu diesen Zeiten der Ermordung der Juden kam, ob es in eine Hoffnung gab, die sagte, dass es eines Tages alles wieder gut werden würde. Und wenn ja, wie lange Sie sich die Zeit vorgestellt haben, bis diese Hoffnung denn zur Wahrheit wird? Als Sie nach Theresienstadt gekommen sind, haben Sie daran geglaubt, dass es dort weitergeht, dass es ein Danach geben wird? Und wie lange haben Sie geglaubt? Wir haben nach der Befreiung, wie ich erfahren habe, was der Osten wirklich ist, hatte ich ja die Hoffnung in Theresienstadt immer, dass das vielleicht auch so ist, wo meine Mutter und mein Bruder hingekommen ist. Erst wie die Züge ankamen nach Theresienstadt aus Auschwitz und wir gelebt haben, was der Osten ist, war es für mich erst der Moment, wo ich die Hoffnung aufgegeben hatte, meine Mutter, meinen Bruder zu sehen. Und ich hatte doch dann ein großes Glück, Herrn Friedländer als zu haben und der mich dann gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, ein neues Leben mit ihm in Amerika zu machen, wo er dasselbe erlebt hat wie ich, auch seine Mutter in Auschwitz verloren hat, war mir klar, dass ich ein Leben vor mir habe, was vorher sehr fraglich war, nach der Befreiung, wo wir gewusst haben, wir sind ohne Angehörige. Wir waren jung, wir hatten ja wenig bis jetzt gelernt. Aber ich muss unbedingt sagen, dass ich großes Glück hatte und das Gefühl, dass ich was machen kann, besonders mit jungen Menschen, ist für mich, hat mir ein Leben gegeben. Das war das, was mich hält. Mit 101 Jahren, dass ich noch etwas tun kann, im Andenken an die, die es nicht geschafft haben. Ich spreche ja nicht nur für die 6 Millionen, ich spreche für alle Menschen, die umgebracht wurden. Menschen, die Menschen waren, nur weil sie nicht an Hitler geglaubt haben. Es waren Menschen. Menschen haben es getan, die keine Menschen sind, für meine Begriffe. Und das werde ich immer wieder Menschen, jungen Menschen sagen, seid Menschen. Viele Fäden wurden damals zerrissen. Sie haben neue Fäden
wieder gesponnen, aufgenommen und beibehalten. Vielen Dank, Frau Friedländer. Zum Abschluss möchte ich den Bundesminister der Finanzen noch mal kurz auf die Bühne bitten. Und danach gibt es noch ein paar weitere Informationen von uns. Liebe Frau Friedländer, Sie haben berichtet, dass Sie Ihre Mutter und Ihren Bruder und viele andere liebe Menschen verloren haben. Was mich besonders betroffen gemacht hat, ist, dass Sie danach berichtet haben von den Schuldgefühlen, die Sie hatten, weil Sie überlebt haben. Schuldgefühle zu haben wegen des Überlebens, das zu hören, tut besonders weh. Und welche Stärke muss ein Mensch haben, dann sein Leben zu machen mit diesem Gefühl der Schuld? So eine zarte Person und so eine starke Seele. Sie haben berichtet von Shoah, Massen- und Völkermord, von Krieg und Gewalt. Das ist für uns Geschichte, für die Anwesenden hier, eine Geschichte unserer Urgroßeltern oder Großeltern. Für sie ist es ihr Leben. Sie haben berichtet damit über Wahrheit. Sie sind eine Zeitzeugin, aber dadurch, dass wir alle sie heute erlebt und erspürt haben, dadurch sind wir auch alle Zeuginnen und Zeugen der Wahrheit geworden und können deshalb die Verantwortung auch weitertragen. Das, was geschehen ist, das kann man nicht ungeschehen machen. Und dafür gibt es auch keine abschließende Gerechtigkeit im Diesseits. Aber wir können die Verantwortung übernehmen. Keiner von euch Jüngeren, auch ich nicht, der ich etwas älter bin, wir tragen nicht individuell Schuld für das, was damals passiert ist, in deutschen Namen oder von Deutschen. Das kann man nicht ungeschehen machen, dafür gibt es auch keine abschließende Gerechtigkeit und wir individuell tragen keine Schuld, aber wir haben eben eine Verantwortung, ihr genauso wie ich, wie wir alle, nämlich die Verantwortung, Margot Friedländern und anderen das eine und wichtigste Versprechen zu geben. Nie wieder. Und dieses Nie wieder beginnt im Kleinen und Kleinsten unseres Alltags, so wie Sie, liebe Frau Friedländer, es ja auch geschildert haben. Es beginnt im Kleinen, nämlich in dem Respekt gegenüber anderen. Menschlich zu sein, nicht zu schweigen, wenn sie oder er in der Klasse Opfer von Mobbing wird oder wenn Menschen beurteilt werden aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Religion oder weil sie sich anders benehmen als wir. Da zu schweigen bedeutet in Wahrheit zuzustimmen. Da ist der Anfang. Wer nie wieder ernst nimmt, der schweigt nicht, wenn jemand ausgegrenzt oder diskriminiert wird. Am Anfang ist es nur Ausgrenzung. Am Anfang war es auch damals nur das Wort von Hitler. Und am anderen Ende standen Gewalt, Mord und Shoah. Und deshalb unsere Verantwortung heute, unsere Verantwortung gegenüber den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen und allen Opfern ist, nie wieder und in jedem unserer Tage den Unterschied zu machen. In diesem Sinne, liebe Frau Friedländer, vielen Dank, dass Sie hier heute bei uns waren und wir wünschen Ihnen alles Gute, dass wir Sie noch ganz oft bei diesen Gelegenheiten erleben und erspüren dürfen. Vielen Dank. Applaus